Fast 90 Minuten Training sind es dann doch geworden in der ersten Einheit in Südafrika und das nach 10,5 Stunden Flug in der Nacht. Nicht so schlecht. Und nicht so schlecht sind auch die Bedingungen. Das sah vor ein paar Tagen noch anders aus, aber Sportchef Frank Baumann erklärt jetzt, dass es hier wirklich keinerlei Probleme gibt. Und ja, ich kann dich ja selber davon überzeugen, die Bilder. Das sieht schon ganz gut aus hier bei 25 Grad in Johannesburg. Auf Platz hat das gut verkraftet. Gerade der Hauptplatz ist, glaube ich, im sehr ordentlichen Zustand. Nebenplatz ist ein bisschen wellig, aber das wussten wir vorher. Heute schon mal den Hauptplatz noch ein bisschen und ab morgen wird er dann auch gut belastet. 28 Werder-Spieler standen auf dem Rasen, darunter auch einige Rückkehrer, zum Beispiel Philipp Bargfrede. Finn Bartels hat auch teilweise das Mannschaftstraining mitgemacht. Und Stefanos Capino, der hat im Prinzip seit dem Sommertrainingslager seine erste Einheit mit der Mannschaft absolviert. Mit Applaus willkommen geheißen worden von seinen Teamkollegen und wurde direkt mal in eine Wette mit Max Kruse involviert. Da gab es ein kleines Elfmeterschießen, das der Grieche mit 2:1 für sich entschieden hat. Ein Werder-Spieler hat gefehlt, Torwart Gigi Pavlenka, und diese Erklärung hat Frank Baumann dazu geliefert. Gigi Pavlenka ist nicht dabei, hat sich ein bisschen verkühlt, ist nichts Schlimmes. Das ist ein Sicherheitsmaßnahme, geht davon aus, dass er morgen dann wieder dabei ist. Frank Baumann ist schon ein paar Tage vor dem Werder-Tross in Südafrika angekommen, hat hier Weihnachts- und Silvesterurlaub gemacht, aber ist dabei auch fleißig gewesen. Heute ist ein Neuzugang verkündet worden, Romano Schmid aus Österreich, 18 Jahre alt, wechselt nach Bremen, aber soll direkt weiterverliehen werden. Und warum dieser Wechsel für Werder Sinn ergibt, erklärt Frank Baumann so. Großteil wurde schon in Bremen erledigt, die letzten Details im Urlaub, das war aber ja, dann keine große Geschichte mehr. Freuen uns, dass wir Romano für uns gewinnen konnten. Sehr großes Talent in Österreich. Mit Österreichern haben wir sowieso fast immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Romano ist ein sehr junger Spieler, der eigentlich noch Jugend spielen könnte. Wir von ihm uns in der Zukunft noch einiges erwarten, dass er für uns dann auch irgendwann mal aufläuft. Für ihn ist es aber, glaube ich, gut, einen Zwischenschritt zu tun und dort auf möglichst hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln, um dann ja, sich Stück für Stück einfach zu entwickeln und diesen Übergang vom Jugendfußball zum Herrenfußball dann wirklich auch zu meistern. Werder ist also gut angekommen in Südafrika, hat ein bisschen die Beine aufgelockert hier in einer immerhin fast 90-minütigen Einheit. Richtig los geht es dann aber am Freitag, am zweiten Trainingstag hier in Johannesburg.